gut, jetzt müssen wir zu ein paar Banditen töten. Das wird jetzt. Das wird jetzt lustig, komm mal. Was machen wir jetzt? Rechts steht die Mission, ne? Wir müssen Banditen töten. Ah, okay. Das sind hier zwar keine Banditen, aber die geben ordentlich XP. Experience. Jeder weiß, was XP bedeutet. Ja, trotzdem wollte ich es mal gesagt haben. Ich bin Level 2. Guck mal, da kommen sie jetzt. Kommen sie jetzt alle raus. Ja, Junge, das war mal in die Fresse und der Stift immer. Sagen wir es mal so, die, deine Waffe ist jetzt auch nicht die geilste. Selbst in solchen Spielen gehe ich strategisch vor, Alter. Der hat eine Pistole gedroppt, ne? Jo, jo, jo. Schlechter als eine Shotgun. Ja, na klar, Alter. Pistolen werden auf keinen Fall besser als eine Shotgun. Noch nicht. Wann kommt denn eigentlich der erste Boss? Hier gibt's, ja, bald. Sehr, sehr bald. In 10 Minuten sogar. Scheißband, Alter, in your face, bitch. Hier gibt's eine Shotgun. Ich bin unterwegs. Shotgun? Ich liebe Shotguns. Die ist sogar gut. Dann rüst sie aus, wenn sie gut genug ist. Ja, ich weiß, dass ich sie dann ausrüsten soll. Jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Pistolen, die ich dann verkaufen kann. Gute Sache, eine echt gute Sache. Wohin gehen wir jetzt? Erstmal hier alles einsammeln. Nur sicherheitshalber. In dem Spiel gibt es auch kein Falldamage, gell? Nope. Doch, ganz wenig am Schild, aber das macht ja nichts. Aber nur wenn du wirklich tief fällst, ne, Burak? Also, niemals. Ich werde nie so tief fallen. Ja, klar. Sagst du jetzt? Gräber hier, ey. Ist aber schön. Ja, ich weiß. Master Zed, wo bist du? Kann ich was für dich tun? Ja, natürlich kannst du was für mich tun. Okay, so haben wir die Scheiße. Du kannst mich Zed nennen, wie alle anderen. Terrible Shotgun. Eine Shotgun habe ich jetzt verkauft. Du weißt, was du wissen. Weißt du, meine Pistole, ne? Hm. Die schießt eiskalt 2 Kugeln pro Schuss. Krass, hat sie. Ah ja, okay. Nur meine Sniper ist halt ein bisschen kacke. Guck mal, da hinten gibt's Banditen. Guck mal, ein Zwerg. Heilige. Wir gehen jetzt zu diesem blinden Typen da. Ich kenne seinen Namen nicht mehr. TK Bohaha. Bahaho. Bohaha. Ach, TK Baha, da steht's ja. TK Beige. Du! Noch ein Schritt und es ist dein letzter! Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Was für ein kranker Typ. Ich verarbeite dich gleich zu Babybrei, du Missgeburt. Wie gefällt dir unser Planet? Zu Babybrei. So ein Schwachsinn.
Mann, Junge, ich lasse hier gerade voll den Duke raus. Wenn du ein Duke bist. Komm mir nicht Genghis Khan. Genghis Khan? Wie kommst du denn auf Genghis Khan? Keine Ahnung. Irgendwie. Illuminati, Half-Life 3 confirmed. Oh mein Gott. Oh shit. Ah, fick dich. Heißt Geist, Alter, hier ist geworden. Wie heißt es Gex? Nicht Skies. Sorry, Mann. Oh, danke. Ah. Natürlich bin ich einfach. Ich hab irgendwas eingesammelt. Ja, das war Skelettfleisch, das brauchen wir. Um groß und stark zu werden. Tatsächlich. Oh, ich hab die Konsole irgendwie geöffnet. Ah ne, das war der Chat. Nee, Chat, ja. Ba-ba-ba-ba. Breit, dass er wehtut. Der Bizeps ist so breit, dass er den Chat geöffnet hat. Alter, ich weiß, dass ich geil bin, aber brauch mich hier nicht zum Springen fangen. Ja, ich ja auch. So, jetzt haben wir alles. Müssen wir wieder zurück, oder? Ist doch direkt hinter mir. Nein. Mordekaiser. Lass ein bisschen Abstand, ne? Falls du furzt, ne? Damit es nicht direkt in mein Face landet. Junge, wenn ich furze, dann furze ich dir in den Mund, Mann. Dann furzt du direkt so ein Duke Nukem raus, Alter. Du bist kein Skag, oder? Come and get. Nein? Dein Glück? Bam, 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 bam. Nächstes Level! Guck mal, Level 4, wir sind Level 4. Gut gemacht. Dank dir habe ich beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Okay. Markus Munition. Er heißt Markus Munition. Der ist nicht wirklich so sein Laden spannend. Nicht dein Ernst. Ja, vielleicht gibt's so einen Namen. Hallo, ich bin Munition. Markus Munition. Aber ein Problem. Hallo Markus. Zielen halt. Egal, das ist am Anfang vollkommen egal. Grenade kaufen. Gerät kaufen wir jetzt der Gerät nochmal raus. Ganz normale Granaten kaufen, ne? Nix da Granaten. Ach, das brauchst du nicht, das ist totaler Spaß. Einfach nur Granate oder was? Ja. Ganz normale Granate. Okay, und Shotgun-Munition will ich mal erst mal kaufen. Jo, hab ich auch gemacht. Waffen, was ist das? CR Storm Rifle, das ist wahrscheinlich was für dich. Oh ja. Hammer geil. Terrible Shotgun. Na, die ist schlecht. Level 7. Scheiße. Also ich kaufe mir die erst, glaube ich, wenn ich Level 7 bin, ne? Das ist aber ein Sonderangebot, ne? Nee, aber verstehst du, wenn man Level 7 ist, gibt es neue Angebote und die sind dann besser meistens. Ach so. Also wartet man lieber. Ja gut, wir können auch bis Level 50 warten, bis wir uns die erste Waffe holen. I'm just saying, Spaß. Das wäre so total geil, wenn man mit den Level 1er Waffen bis Level 50 brauchst du dann irgendwie so für so ein Psycho auf Level 50 30 Schuss oder so. 30 Schüsse ist vollkommen maßlos untertrieben. Gut, dann halt 3000 Schüsse. Irgendjemand von ganz hinten schießt mich an. Der steht da hinten, Mann. Snipe mal. Er trifft einfach nicht. Ich hab doch einmal getroffen, jetzt habe ich zweimal verschielt. Fuck. Tschüss, Bitch. Guck mal, wie ich den gepasst habe. Was? Der stirbt davon nicht. Er hat mich outplayed. Er hat Guck mal, outplayed. Ja, chill mal kurz. Fuck.
Ohne Witz, die Jungen. Ich geh ihn jetzt töten, Mann. Shotgun. Wenn er bloß mal... Bandi, Shotgun. Yes. Digga, jetzt habe ich ihn gekillt. Genuggerjuckt. Na, was? Genuggerjuckt. Ja, das heißt gekillt. Gejuggernockt, Junge. Genuggerjuckt. Gejuggernaut. Mikazaki, Junge. Mikazaki OP. XD, Spaß. Barrikade zerstört. Kanonen versteckt gefunden. Ninetoes getötet. Ninetoes, der erste Boss. Vielleicht. Der erste Boss, ja, du Spaß. Junge, da steht keine Anzahl und Ninetoes hört sich irgendwie so wie so ein Boss-like-Name an. Ja, das ist Ninetoes. Ja, das ist Ninetoes. So kennen wir ihn. So und nicht anders. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Du ergänzt mich. Ja, ich erkenne. Das ist meine schlechte Seite. Sonst ist das Gag-Welber. Guck mal, jetzt kommen Michael Bay-Effekte vom Feinsten. Oh. Er springt es einfach an, Alter. Ich weiß nicht, was ne? Ey, das ist so eine Stange, Mann. Den Kevin, tanz mal für uns. Ja bis okay. Hier kommt Destiny! Dödem. Dödem. Bum, bum. Er springt die Stange einfach an. Erlebe das Destiny-Erlebnis. Ein Erlebnis erleben, denn man erlebt kein Erlebnis, wenn man es nicht erlebt hat. Verstehst du, was ich meine? Destiny-Erlebnis. Kennst du die Destiny-Werbung für PS4 nicht? Irgendwie schon, aber... Upgrades, Speicherdeck, Schatten. Das absolute Destiny-Erlebnis, Digga. Soll ich mir hier Upgrades kaufen? Wenn du dein Geld... Oh, Borderlands funktioniert nicht mehr. Ernsthaft? Na, das passiert ab und zu, ist ja scheißegal. Alles klar, dann machen wir hier jetzt mal eine Aufnahmepause. Ja. Wir werden uns beim nächsten Mal sehen, meine Freunde. Ich danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Borderlands 1. Ihr kleinen Hurenkönig. Für die Klicks ist eine...